Moin Moin und herzlich willkommen zu einem komplett neuen Projekt, was ich noch überhaupt gar nicht gezeigt habe. Mal ein bisschen was für ganz, ganz ruhige Stunden, um einfach mal abzuschalten, zuzuhören. Einfach mal zu hören, was ich denn so alles erzähle. Soll so ein bis zweimal die Woche kommen und wir spielen Euro Truck Simulator 2. Da gibt es ja mega viele DLCs. Ich bin ganz ehrlich, ich habe glaube ich gar keins, außer es war kostenlos. Ja, ich möchte mit euch zusammen einfach mal hier ein neues Profil anlegen und unser Unternehmen von mini klein zum Wirtschaftsunternehmen aufbauen. Und ich bin gerade dabei, mir ein Profil anzulegen für den Spielstand. Und ich habe gerade gesehen, hier gibt es ja mega viele Fotos von Frauen, die man so nehmen kann. Also krass, wenn ich jetzt mal auf Männer gehe. Ja, da gibt es mittlerweile auch mega viele Fotos. Es ist ja voll krass. Keine Ahnung. Ich würde einfach mal den jungen Mann nehmen. Vorzugter LKW. Ich bin eigentlich eher ein MAN-Fan, wenn ich mir das so recht überlege. Aber da kann ja jeder Fan sein, von welcher Marke auch immer. Ich mag eher so MAN, bin ich ganz ehrlich. Und Firmenlogo. Wir wollen ja weltoffen sein, nennen wir mal das. Ja, Name, Nelson natürlich, Firmenname. Auch einfach mal Nelson, keine GmbH, keine KKG, keine gar nichts. Wir sind komplett eigenständig und stehen auf eigenen Füßen. Und dann erstellen wir das Ganze einfach mal und fangen einfach komplett bei Null an. Das heißt, wir haben gleich jede Menge. Ja, ich möchte lieber mit Tastatur anstatt mit Lenkrad. Helfe überspringen. Ja, genau. Und dann fangen wir einfach mal an. Ich glaube, wir haben auch gleich schon den ersten Auftrag von A nach Y zu fahren. Und ich muss das ehrlich gesagt auch erstmal wieder lernen. Ich habe gesagt, wir fangen in meiner Heimatstadt an, Rostock, Kiel, in Hamburg, beziehungsweise in der Nähe, da bin ich aufgewachsen. Und starten da einfach mal. Möchtest du das Tutorial durchgehen? Nein, lieber nein, danke. Lieber gleich irgendwie einen LKW bekommen und gleich losbiesen. Und hier wird auch schon das nächste DLC angekündigt. Moskow, France, also Frankreich. Ich denke mal, das soll so das Hafengebiet Frankreichs darstellen. Die Köhlbrandbrücke. Die soll ja irgendwann abgerissen werden, ne? Die Köhlbrandbrücke. Hamburg plant, zumindest ist das schon länger in der Planung, hier einen Tunnel durchzubuddeln. Und denn die Köhlbrandbrücke, also das Wahrzeichen oder eins der Wahrzeichen von Hamburg, abzureißen. Endlich hast du die Chance auf deinen Traumjob, das Fahren eines LKWs. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Deine eigene Transportfirma ist nun ihre Pforten geöffnet. Ja, das ist doch sehr gut. Dein Auftrag ist es, die Ladung sicher und ja zu bringen. Werde ich immer hundertprozentig versuchen. Klappt manchmal nicht so, weil der KI-Verkehr manchmal nicht so ist, wie ich das gerne hätte. Und ja. Naja. Sehen wir. Hui, da arbeitet auch schon einer. Hinter uns auch. Schön im Rückspiel kann man sehen. Ja. Der Kran bewegt sich. Der holt ab! Okay, wir haben Fertigbetonwände drauf. Und soll die irgendwo hinbringen. Ja, dann starte ich doch einfach mal den Motor. Das war noch Taste E. Das weiß ich noch. Erster Gang einlegen, keine Ahnung. Aber wenn ich vorwärts drücke, lesen wir auch direkt los. Mal gucken, wo hier der Ausgang ist.
Ja, hier fahre ich gerne in Perspektive im LKW. Das ist einfach, weiß ich nicht, mir macht das einfach so mehr Spaß. Aber den rechten Rückspiegel möchte ich trotzdem immer noch sehen, ohne mich dazu weit aus dem Fenster zu lehnen. So, dann sind wir in Hamburg angekommen und dürfen natürlich auch gleich lospesen. Ich weiß gar nicht, wer von euch das Spiel schon mehrere Millionen Stunden hintereinander weggespielt hat. Die möchte ich jetzt ganz gerne mal ansprechen und fragen, wenn ihr euch ein DLC gekauft habt, erweitert sich dadurch eure Map oder müsst ihr denn oder könnt ihr denn nur in Frankreich fahren? Das würde mich mal interessieren. Ja, Blinker nicht vergessen, ne? Blinken ist wichtig, richtig und wichtig. Am liebsten noch die grüne Ampel mitnehmen. Ja. Damit wir keine Strafe zahlen. Das wird mir garantiert auch öfters passieren. Also wenn ihr euch DLCs gekauft habt, erweitert das allgemein das Spiel, also beziehungsweise die Auftragsmap, oder könnt ihr dann halt nur in diesem bestimmten Gebiet fahren? Wir fahren schon so schnell mit 53. Wenn wir mal ein bisschen vom Gas gehen. Ah, jetzt können wir wieder Gas geben, 60. Fahren wir auf die. Ja, wir fahren auf die Kühlbrandbrücke. Ist das cool. Ab aus dem Hafengebiet raus. Ja, hier unten rechts auf der Minimap werden sogar die Blitze angezeigt. Ja, wir schaffen es mit dem LKW sowieso nicht 60 zu fahren bei der Steigung. Das Interessante an dem Spiel ist auch, dass man regelmäßig schlafen gehen muss, also dass man, ne, aufpassen muss, dass man rechtzeitig einen Parkplatz findet, dass man natürlich nicht zu oft geblitzt wird, was bei mir relativ manchmal schwierig ist, weil ich fahre dann doch manchmal ein bisschen schneller als gedacht oder als ich denke. Alles rausholen aus dem LKW, ne? Und man muss regelmäßig tanken. Jetzt ist das noch cool. Jetzt zahlt das noch der. Also wir fahren für. Also wir sind Subunternehmer gerade und fahren für eine andere Gesellschaft. Deswegen haben wir auch noch keinen eigenen LKW. Auf 50 nur noch. Und müssen uns da übers Tanken keine Sorgen machen. Aber wenn wir selber tanken, dann werden das mal schnell mehrere hundert Euro, die wir so bezahlen müssen. Also wir müssen gleich bald nach links, deswegen blinken wir mal und die Ampel ist rot. Und ich stelle mich natürlich genau vor die Ampel, kein ein Stück rückwärts. Ja. Dann sehe ich auch die Ampel wieder. Mit dem Wohnmobil. Oh, total verpennt. Die Ampelphase total verpennt. Ja. Echt, so haben wir jetzt nicht, da können wir gar nicht lang. Aber gut, wir fahren einfach mal weiter. Und noch irgendwie 10 Minuten, bis wir da ankommen. Oh, ich fahre schon wieder zu schnell. Ja, und der erste Blitz hat gleich 80 Euro weg. Ja, komm schon, ey. Jetzt wollen wir aber links abbiegen. So, gibt's der Gas? Mal eben schnell die Handbremse, also die Luftdruckbremse aktiviert und Gas gegeben. Der zieht natürlich schon von dannen. So, ein bisschen auf den Gegenverkehr achten, dass wir da niemanden platt fahren. Ne, wir sind jetzt mittendrin im Hamburger Hafen, ne? Ach, wir fahren gerade raus. Ne, dabei fahren wir mitten rein. Müssen wir hier links? Nein. Hier ist wenigstens keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr. Das heißt, ich kann hier auch heizen. 61. Obwohl, jetzt sollte ich sowieso abbremsen, weil sonst kommen wir nicht um die Kurve. Ich schaffe das auch regelmäßig, den LKW auf die Seite zu schmeißen. Oh, der Hänger kippt schon. So, jetzt müssen wir aber irgendwo links runter, ne? Mal ab am Pförtner vorbei pesen. Wo dürfen wir dann parken? Containerport. Mich da einigermaßen gut rein, ohne was zu beschädigen. Ja, sieht gut aus. Jo, machst mir die Pforten auf? Sicherheitsüberprüfung. Läuft. Bitte warten.
Ja, war ja eine kurze Sicherheitsüberprüfung. Ich kann wetten, einige stehen hier mehrere Stunden. Ja, blinken vergessen wir mal eben schnell. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich denn jetzt hin? Links? Hier links? Ich glaube ja. Da ist unser Parkplatz. Oh Gott, da muss ich rückwärts rein, oder was? Bitch. Kann irgendwie anfahren. So, schön den Spiegel. Und ja, ich hätte noch ein bisschen weiter rumziehen können, ne? So, und dann versuchen wir da mal rückwärts reinzukommen. Schön langsam. Am liebsten natürlich auch den Hänger einigermaßen gerade in die Parkbucht zu stellen. Wenn ich dann nicht immer in die verkehrte Richtung lenke, dann klappt das sogar. Hey, ich kann jetzt schon abkoppeln. Cool. Wir können noch ein bisschen rückwärts. Also ganz perfekt stehe ich garantiert nicht, aber der Hänger bleibt jetzt stehen. Auftrag. Ach, Kacke. Egal, wo willst du die Ladung stehen haben? Da können wir jetzt auswählen, wie wir das machen wollen. Sorry, ich bin gerade in Eile. Jetzt komplett überspringen. Auf Nummer sicher gehen. Oder hier ordentlich rangieren. Ich würde sagen, wir rangieren jetzt mal ordentlich. Da kriegen wir jetzt noch einen anderen Platz zugewiesen. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Ist das so? Wenn ich jetzt wüsste, wo wir hin müssen. Wir drehen einfach mal. Ich glaube, das sollte man gerade nicht hier im Hamburger Hafen machen, aber wir machen es jetzt einfach. Da hinten ist der Parkplatz. Da muss ich ja kurbeln. Ey, da muss ich ordentlich kurbeln. Ja, egal. Nützt hier nichts. Habe ich ausgewählt und. Container. Dann muss das halt mal sein, ne? So, gucken, dass wir da irgendwie rumkommen. Und gucken, dass wir da irgendwie reinkommen. Ich habe schon wieder komplett die Orientierung verloren, glaube ich. Ne, da hinten ist der Parkplatz. Oh, schön mit Schmackes. Das war zu steil. Das weiß ich jetzt schon. Noch haben wir nichts angekarrt. Aber gleich. Steil. So kommen wir da nicht rein. Nochmal vorziehen lieber. Bevor wir da irgendwie einen LKW kaputt fahren. Und dann jetzt nochmal. Da, nehmen wir uns auch dafür Zeit, ne? Ordentlich mit Schmackes. Ja. So, wie sieht's vorne? Vorne sieht's gut aus. Dann muss es jetzt nur noch hinten gut werden. Na, hier, ne? Also, ohne irgendwas anzufahren, gar nicht mal so schlecht reingekommen. Nehmen wir lieber nochmal vor. Jeder Autofahrer wird das kennen. Zack, wunderbar. Und dann drücken wir den da nochmal perfekt in die Linie rein. Wie gut ist, wenn da hinten auch ein bisschen mehr Platz haben. Dann wird das nicht Mauer allzu das Problem sein. Die abkoppeln möchte ich nicht. Hier geht's perfekt da rein. Wer schafft das von euch in einem Zug? Gerne mal reinschreiben. Die koppeln wir ab. Dann ist der erste Auftrag auch schon beendet. Und wir können uns freuen.
12 Kilometer gefahren, 34 Minuten gebraucht. Oh. Es ist so, wie es ist. Wir sind Neuling, ne? Ja, jetzt kommt wieder der schöne, freie Ladebildschirm. Wir nehmen jetzt nochmal den Auftrag an, ne, bevor die Folge zu Ende ist. Ich würde sagen, wir nehmen vorher nochmal den nächsten Auftrag an. Unser Firmengelände. Es sieht aus wie eine... Kinderfreundlich ausgedrückt. Kann sich jetzt jeder dabei denken, was er möchte. Unser Wunsch-LKW haben wir leider noch nicht. Aber den nächsten Auftrag können wir annehmen. Lass dich als Berufskraftfahrer anstellen. Ja, machen wir. Wir sind wieder Subunternehmer. Wir... Preis pro Strecke. Preise. Wo verdienen wir am meisten Asche? Direkt hier, ne? Von Hamburg nach Magdeburg. Und der LKW, ich müsste jetzt lügen. Ein DAF. Braucht doch nicht lügen, es wird angezeigt. Nehmen wir doch den Auftrag an. Ja, dann wird einmal kurz das Bild kurz verschwinden. Ich weiß nicht, bei welcher Minute wir sind. Der nächste LKW. Ja, dann würde ich sagen, freut euch auf die nächste Folge. Ne, wir müssen jetzt nach Magdeburg. Soll 3 Stunden 45 Minuten dauern, 228 Kilometer. Ich würde mich auf jeden Fall bei euch bedanken, wenn ihr das Spiel... Sie haben Post. Wenn ihr das Spiel schon öfters gespielt habt, schreibt es gerne rein, wie ihr das findet. Ansonsten bedanke ich mich bei euch. Würde mich auch freuen über... Likes, neue Abos etc. pp. Da freue ich mich immer sehr drüber. Auch auf neue Aufrufe, auch wenn ihr da nur kurz reingeschaltet habt. Auch vielen, vielen Dank. Und dann sehen wir uns gerne in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Lasst euch nicht ärgern.